Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal einen Zitronenkuchen im Gugelhupf backen und dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 350 Gramm Mehl, ein Backpulver, eine Prise Salz, 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Saft von einer Zitrone und den Abrieb habe ich auch dazu und noch 200 Gramm saure Sahne. Anschließend gebe ich alles in eine Rührschüssel und verrühre das zu einem glatten Teig. Danach kann ich meinen Gugel vorbereiten. Die Form fette ich Ihnen etwas aus mit Butter, damit der Kuchen nicht kleben bleibt. Und dann kann ich schon anfangen. Anschließend geben wir den Teig in die Form und dann heizen wir den Backofen vor bei 190 Grad und nach 60 Minuten schauen wir, ob der Kuchen fertig ist.